Yo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen. Ich weiß, dass aktuell relativ viele von euch damit beschäftigt sind, unterschiedliche Tarnungen freizuspielen. Ein Problem, was ich gerade habe oder was ich auch häufiger von euch in den Kommentaren gelesen habe, ist das Problem mit den Weitschüssen. Denn wahrscheinlich geht es da vielen wie mir auch. Ihr dachtet so, okay, die Weitschüsse hat man eigentlich relativ schnell erledigt, hört sich einfach an, sollte eigentlich kein großes Ding sein und entsprechend relativ easy zu erledigen. In den meisten Fällen ist das auch so. Warum aber trotzdem nicht ein paar Tipps und Tricks, um das Ganze ein Stück weit zu beschleunigen, schneller die Tarnung freizuspielen und einfach ein wenig Zeit zu sparen, die dann eventuell in das Leveln von anderen Waffen oder in andere Dinge gesteckt werden kann. Genau das schauen wir uns heute hier in diesem Video an. Wie machst du am besten deine Weitschüsse? Ab welchem Distanzbereich zählt es überhaupt als Weitschuss? Wo sind relativ gute Spots? Und einige weitere Tipps, Tricks und Hinweise. Möchtest du zukünftig so etwas nicht mehr verpassen? Lass mir doch gerne den Daumen nach oben da, abonniere hier unten meinen Kanal und schon bist du immer auf dem aktuellsten Stand rund um Call of Duty, Modern Warfare 2, aber auch Warzone. Vorab ein kleiner Hinweis, und zwar wird das ganze Thema mit den Weitschüssen wahrscheinlich ein Stück weit leichter werden, wenn der Hardcore-Modus eingefügt wird. Hardcore-Modus oder Tier 1, je nachdem wie ihr nachher heißen wird, hast du halt einfach die Möglichkeit, auf den weiten Distanzen mit wenigen Schüssen den Gegner zu töten, deinen Weitschuss mitzunehmen und entsprechend schneller unterschiedliche Tarnung freizuschalten. Zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, gibt es diesen Modus noch nicht. Wenn ihr das Video also zum späteren Zeitpunkt schaut, testet gerne den Hardcore-Modus aus, dort funktioniert es mit den Weitschüssen am besten. Die wichtigste Info zuerst. Für die unterschiedlichen Kategorien gibt es unterschiedliche Distanzbereiche, ab wann die jeweilige Waffe überhaupt einen Weitschuss macht. Bei den Shotguns sind es 12,5 Meter, also alles was dahinter ist, ist automatisch ein Weitschuss für die Shotgun. Bei der Pistole sind es 20 Meter, bei den SMGs 30 Meter plus, bei den ARs, LMGs, Marksman Rifle, aber auch die Kampfgewehre sind es 38 Meter und bei den Sniper 50 Meter plus. Also Sniper ist mit am kompliziertesten, gerade auf den etwas kleineren Multiplayer-Maps, da überhaupt die Weitschüsse hinzubekommen, weil du hast halt nicht an den meisten Spots irgendwie 50 Meter Distanz, die du überhaupt zwischen dir und dem Gegner lassen kannst. So viel aber erstmal zu den unterschiedlichen Distanzbereichen. Ich blende sie euch hier parallel auch nochmal dazu ein, damit auch jeder genau weiß, okay, wie weit muss ich mich vom Gegner wegplatzieren. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, okay, jetzt habe ich die Distanzbereiche, aber wenn der Gegner irgendwie 30 Meter von mir entfernt steht, weiß ich halt im Spiel nicht, dass es tatsächlich auch gerade aktuell 30 Meter sind. Wie kann ich jetzt genau wissen, ab wann es der Longshot ist? Wenn du die Meteranzeigen so ungefähr im Kopf hast und den Distanzbereich im Spiel auf der Karte dann nicht einschätzen kannst, gibt es einen sehr hilfreichen Trick, nämlich dieses Visier hier X10 Angel 40. Damit springe ich mal in eine Runde bzw. blende euch hier im Hintergrund einige Clips ein. Achtet mal bitte auf die Anzeige, die ihr im Visier seht. Richtig, ihr seht Meter genau, wo der Gegner sich befindet, könnt entsprechend direkt abwägen, okay, ist er jetzt in der jeweiligen Range, die ich brauche oder nicht, dann kannst du dich ein Stück weit zurück, nach vorne bewegen, wie auch immer. Du weißt auf jeden Fall, ob es als Longshot zählt oder nicht. Gerade wenn du Gegner vor dir stehen hast, irgendwie mit dem Rücken zu dir, du halt von hinten ankommst und gerade den Longshot machen möchtest, kannst du dann nochmal genau abschätzen, ob du jetzt abdrückst oder halt deine Distanz korrigierst. Wie komme ich jetzt an das schicke Visier ran? Also als allererstes levelst du die Tech 56. Die musst du auch tatsächlich maximal ausleveln. Wir gehen hier mal ein Stück weiter nach rechts und sehen, ab Level 20 bekommst du die Tech M. Bei der Tech M, hier bei den Ausrüstungsgegenständen, schauen wir auf Level 14. Da haben wir das besagte Visier, was uns genau die richtige Meta-Anzeige immer vorgeben wird. Auch wenn ihr die Waffen jetzt zwangsläufig aktuell noch nicht gelevelt habt, ums Leveln kommt ihr sowieso nicht drumherum. Ich meine, wenn ihr die Tarnung freispielen wollt und in dem Fall zum Beispiel auf Platin geht oder noch weiter, benötigt ihr die Waffen sowieso hochgelevelt. Deswegen sollte es auch eigentlich kein Problem sein, hier dieses Visier freizuspielen, falls ihr es noch nicht getan habt. Also kurz gesagt, Tech M auf Level 11 bringen, schon hast du das passende Visier und du kannst richtig loslegen. Hier im Hintergrund seht ihr teilweise ein paar Gameplay-Szenen, wo ich das Visier noch nicht drauf habe. Dann einige, wo ich es halt genutzt habe und ich muss sagen, es ist doch schon eine Riesenverbesserung. Also du kannst die Metadistanz recht gut korrigieren, hast immer im Hinterkopf, wie weit der Gegner entfernt sein muss, bekommst dadurch viel, viel mehr Kills auf den weiteren Distanzen. Das Ganze ist auch weniger verkämmt, weil du kannst dich einfach ein Stück weit mehr bewegen und halt selber die Distanz korrigieren, als einfach nur in eine Richtung zu warten, bis dir jemand vor die Flinte rennt. Es hat eigentlich wirklich nur Vorteile, dieses Visier anzuwenden. Von daher geht wirklich der Tipp raus, das Ding freizuschalten. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Wächtmodus würde ich dir empfehlen. Ganz ehrlich, zum Leveln der Waffen benutzt man häufig Abschuss bestätigt. Das kann aber recht unübersichtlich sein und du hast nicht immer im Blick, wo genau der Gegner spawnt. Deswegen auf jeden Fall Stellung, Headquarters, Herrschaft, alles, wo feste Punkte sind, die du ja teilweise abcampen kannst und dich richtig positionieren kannst und die langen Distanzen halt immer vor deiner Waffe hast, sodass du echt mit jedem, der in diesen von dir überblickten Bereich reinrennt, getötet wird und entsprechend dein Longshot ist. Es ist mies, es ist langweilig, es ist verkämmt. Da kommt man eigentlich nicht drum herum, wenn man die Tarnung irgendwie machen möchte oder relativ schnell machen möchte und es nicht so ein Produkt nebenbei ist, sage ich mal. Sondern wenn du aktiv drauf gehst und es relativ schnell machen willst, kommst du leider nicht drum herum. Willst du zeitgleich aber noch einige Waffen leveln, ist es auch relativ praktisch, Abschuss bestätigt zu spielen. Da machst du es dann so, dass du halt die weiten Distanzen überblickst, also alles, was auf Long Range unterwegs ist, wegschießt. Und wenn du Marken einsammelst oder halt von getöteten Teammates die Dogtags mitnimmst, switchst du auf deine zweite Waffe, die du halt levelst, beispielsweise eine Pistole oder irgendeinen Raketenwerfer, sammelst damit immer die Marken auf und switchst dann wieder zurück zu deiner Mainwaffe, bei der du die Longshots benötigst. Wenn du lang genug spielst, unterschiedliche Karten gesehen hast und gerade das Visier ausgerüstet hattest, was ich dir gezeigt habe, wirst du mit der Zeit merken, welche Spots sich für welche Waffen gut eignen. Du kannst natürlich auch kreuz und quer alle Waffen leveln und switchen, also je nach Map und je nach Spot bist du dann auf der jeweiligen Waffe. Bei einigen Spots wirst du sagen, okay, der ist jetzt perfekt für eine Shotgun, bei anderen wiederum, okay, hier den Distanzbereich, der ist ideal für die Sniper. Wiederum gibt es auch genauso Karten, wo du mit den SMGs und den Longshots glänzen kannst. Ganz ehrlich, wenn du aktiv auf die Tarnung gehst, versuch die ganzen Tipps hier umzusetzen, spielst du ganz normal das Spiel und willst die Tarnung irgendwann mal bekommen, aber hast keinen Zeitdruck, wirst du es höchstwahrscheinlich auch schaffen. Im Leben nicht so schnell wie diejenigen, die jetzt aktiv drauf gehen, aber ganz ehrlich, du bist ja nicht hier auf dem Video unterwegs, um zu sehen, wie es relativ schnell funktionieren soll, wenn dir Tarnungen völlig egal sind. So, das war's von mir. Schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare, wie weit ihr aktuell mit euren Waffen seid, wie viel habt ihr schon aufs maximale Level gebracht, beziehungsweise wie viele Waffen schon auf Gold gespielt. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Gerne unten einfach reinschreiben. Ansonsten, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, was knapp 80% meiner Zuschauer noch nicht getan haben, gerne nachholen, hier unten auf Abonnieren klicken, mir den Daumen nach oben da lassen. Mich würde es auf jeden Fall riesig freuen. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.